dass sie auch in die Arbeitnehmerschaft vordringen, weil sie mit ihren rassistischen und völkischen Ideen die Leute dort abholen, wo sie sich gerade vom Staat und auch von den etablierten Parteien alleingelassen fühlen und wo keine konkreten Lösungen angeboten werden, sind Menschen anfällig für Rechtsextremismus. Und wir stehen zum Beispiel hier, um genau das zu verhindern, zu zeigen, die Gewerkschaften sind solidarisch und stehen für eine Demokratie, die mehr Demokratie ermöglicht und Teilhabe ermöglicht und solidarisch ist. Ich befürchte, dass sie wirklich vielen Menschen eine politische Heimat gibt, die vorher keine hatten oder die sich nicht getraut hatten, sie zu suchen, sei es in der NPD oder anderen Parteien, die klar rechtsextrem waren. Und das, die sind eigentlich genauso schlimm, aber es machen so viele mit und das macht mir Sorge. Dass nach und nach bestimmte rassistische Äußerungen oder eben auch Fremdenfeindlichkeit, dass das eben salonfähiger wird und man schon jetzt sieht, dass man bestimmte Sachen jetzt sagen kann, die man vor 20 Jahren noch nicht gesagt hätte. Und dass das genau die Strategie von der AfD ist, eben dass die Grenze des Gesagtbaren sich einfach verschiebt. Dass eigentlich faschistische Themen normalisiert werden und wieder salonfähig werden. Und vor allen Dingen auch die Ampelregierung Rhetoriken übernimmt. Also das Spiegelcover von Olaf Scholz beispielsweise oder jetzt auch mit dieser Migrationskarte. Es ist irgendwie ja, sehr gruselig, was wieder normal wird zu sagen. Und dass es nicht einfach ein kompletter Tabubruch ist, wieder eine rechtsextreme Partei zu wählen. Naja, die stehen halt für eine ganz andere Gesellschaft, als für die wir stehen. Wir Gewerkschaften, DGB mit unseren Mitgliedsgewerkschaften, wir stehen für eine gute Demokratie, wir stehen für Respekt, wir stehen für Vielfalt. Wir sind ja dafür da, dass es auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Betrieben gut geht und dass wir für ein Miteinander werben müssen. Und die AfD ist halt brandgefährlich. Das, was wir gerade irgendwie jetzt von Korrektiv, was jetzt entdeckt wurde und veröffentlicht wurde, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es geht und solange um das Hass gegen andere ist, und wir machen sich Menschen in Deutschland auch mit dem nicht nur die Gewalt, die wir jetzt schon jeden Tag leider erleben, vor allem Menschen, die nicht so sind wie ich, sondern die von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind, aber auch was an möglichen Gewaltpotenzial noch kommen kann, das macht mir Sorge. Dass wir damit in Kauf nehmen, dass wir 1923 in 2023 quasi nochmal erleben. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Naja, alles, was man eben von Faschismus kennt hier, ja, ist da vertreten und die Gefahr ist einfach groß. Und deshalb möchte ich das nicht nochmal erleben. Oder ich habe es nicht erlebt, aber ich möchte es nicht erleben müssen noch in meinem Alter. Ja. Die ist viel zu nah an dem dran, was die AfD fordert. Also ich finde es abartig, dass die SPD hier mit bestimmt 200 Leuten steht, während die Spiegel-Artikel immer noch geteilt werden mit der Überschrift, wir müssen wieder im großen Stil abschieben. Das ist für mich so abartig und so zweigesichtrig. Also ich finde die Ampel grundsätzlich schwierig, weil die blockiert sich selber, aber grundsätzlich geht es uns mit der Ampel besser, als es uns natürlich mit der AfD gehen würde. Aber es nützt nichts, wenn die Ampel mit ihrer Migrationspolitik CDU schon rechts überholt und der AfD die Hand schüttelt. Das ist nicht okay. Wenn man die Position anderer Parteien übernimmt, wählen die Leute eher das Original. Und grundsätzlich sehe ich jetzt Migration auch nicht als das Riesenthema, warum Deutschland die Probleme hat, die es hat, schlecht ausgestattete Schulen, kaputter Nahverkehr etc., sondern da vermischt man unterschiedliche Probleme und versucht, eine einfache Lösung zu präsentieren, die anderen sind schuld. Und deswegen ärgert mich auch eine SPD, in der ich lange eine politische Heimat sah als IG Metaller, wenn man nicht klar sagt, Gastarbeiter beispielsweise haben massiv zum Wirtschaftserfolg beigetragen und deswegen brauchen wir sie. Und deswegen nervt es mich, dass man Schwachsinn erzählt über Migration. Ich finde es schäbig, weil ich davon überzeugt bin, dass ArbeiterInnen, das sind auch Menschen, die gerade keine Arbeit haben, das sind auch Menschen, MigrantInnen, die gehören auch nicht dazu. Und da einen Riegel dazwischen zu schieben und zu spalten, das finde ich absolut schäbig. Und da sollten wir ganz gezielt gemeinsam als Gewerkschaften dagegen stehen, um zu zeigen, die Menschen gehören zu uns dazu. Es sind nicht die, die schuldig sind, sondern eine Ampel, die zulässt,
dass sich eine Gesellschaft spalten lässt, gerade von solchen rechten Kräften. Wir brauchen keine Abschiebepolitik, sondern wir brauchen eine Politik, die halt in die Köpfe auch der Gesellschaft reinbringt, dass wir für Vielfalt stehen. Ich weiß ganz genau, das bringt nichts. Die Regeln sind schon scharf genug, die wir haben. Es liegt an ganz, ganz anderen Dingen. Es sind ungefähr, wie viele? Es gibt 200.000 Ausreisepflichtige und 50.000, schätze ich jetzt mal, sind wirklich ausreisepflichtig. Und die anderen haben eigentlich ein Bleiberecht, zählen aber nur in der Statistik ein. Also wir reden da über Sachen, die überhaupt nicht wirklich relevant sind. Relevant ist gute Integration. Wir brauchen die Leute hier. Wir müssen weiterhin Schutzsuchenden Raum geben und dürfen das nicht auf andere Länder verlagern. Dass sie nicht eindeutig genug ist, dass wir so nicht die europäischen Außengrenzen regeln können, also mit Pushbacks und kriminelle Aktionen, die Frontex machen, da einfach nicht klare Kante zeigt. Die von rechtsextremen getrieben von der rechten Stimmung, die es in Deutschland und Europa insgesamt gibt. Also so solange ihr da sich seid, veränderten Diskurs hinzu. Und solange ihr auf die Straße dürfen geht, nicht mehr alle Menschen, gibt es Hoffnung. Seid solidarisch. Da muss Abschottung geben. Zeigt Beistand. Vermeintliche Sicherheit, seid damit bei den Menschen von außen die bedroht kommen. Sind. Also, seid bei den Menschen, die bedroht werden durch Parlamentarier in diesem Haus. Ich wäre dafür, dass Migration hier selbstverständlich wird, weil wir die Leute brauchen. Und alle Töne, die man hört hier, von SPD und sonst was hier, dass man mehr Leute abschieben muss hier, ist alles hier Richtung für AfD hier und ist ein Angleichen an die gleiche Meinung von AfD und die verurteile ich. Ja, alle Menschen sind gleich und da gibt es nichts daran zu rütteln. Tatsächlich finde ich, dass es so ein bisschen sneaky gerade gemacht wird. Alle demonstrieren gegen die AfD und die CDU und die Ampel. Oder die CDU ist ja nicht in der Ampel, aber ich glaube, sie haben nichts dagegen, dass so hinterrücks dann auch eine Migrationspolitik gemacht wird, die eigentlich im Sinne der AfD ist und Abschiebung viel einfacher gemacht wird. Und das haben sie zu einem sehr guten Zeitpunkt gemacht, weil niemand dahin gerade schaut.